Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Silent Hill 2. Ja, wir sind hier unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir hier waren, als wir aufgehört haben. Denn ich bin eben nochmal speichern gelaufen. Ich musste ja so dringend aufs Klo eben. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Ja. Wir haben da in diesen Bereichen hier alles abgesucht. Und bleibt jetzt nur noch hoch zu gehen. Das machen wir natürlich. Ich weiß nicht, was auf uns lauert. Was hier noch alles lauert. Aber das Spiel hält immer wieder Überraschungen für uns parat. Da kommt Freude auf. Ach du Scheiße, was sitzt da? Gucken wir mal hier. Oh, wie wir tanzten. Die Arme in der Luft. Die Körper in perfekter Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen. Und die Musik wurde lauter und lauter. Hämmernd, durchdringend. Und dann blieb nur noch Stille. Ich kann hier nichts nehmen oder drücken, oder? Ich sehe nur Ketten. Um jemanden rumgebunden. Oder in jemanden. Gewaltinstrument. Dieses eklige Geräusch, ne? Da müssen wir gleich mal gucken. So, Mr. Puppe. Benutzen? Gewaltinstrument? Was? Keine Objekte. Okay, da fehlt was für den Glubscher scheinbar. Warum haben wir jetzt der Armpuppe den Arm abgerissen? Okay, hier röchelt's wieder ordentlich. Klingt nach Krankenschwester. Bin mir aber nicht sicher. Oh, doch, bin ich mir. Oh, fuck. Wo ist denn hier Stock? Irgendwas ist hier. Okay. Dann haben wir den auch. Ich hab dich. Warum haben die ersten Kugeln nicht getroffen?
Von wo nochmal? Von da. Nochmal Schrotflinte. Ich wollte eigentlich zur Pistole wechseln. Unsere Schrotflinte erholt sich langsam wieder. Okay. Läuft ja fast wie am Schnürchen. Was, wo ist aber die Waffe von der alten her? Oder hatte die keine? Okay. Da geht eine Leiter runter. Wir müssen der Kette folgen, denke ich. Backe. Okay. Es geht noch. Was? Die halten wohl zusammen, wa? Wir hätten bestimmt 50 Kugeln mehr, wenn ich ein besserer Schütze wäre. Die hat auch keine Waffe. Ganz easy. Siebzehn Stück. Hier ist natürlich wieder gefundenes Fressen für diese versteckten Viecher, ne? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Thank you.
So. Du Klumpen. Ich weiß nicht, ob ich fertig war mit gucken. So. Toilette. Schlüssel der Glückseligkeit. So, dann können wir hier raus. Waren wir hier? Naja, hier waren wir. Aber wir haben hier wieder was übersehen. Natürlich wussten wir das. Ach, in die Richtung bin ich gar nicht gegangen, ne? Dann müssen wir aber da hinten nochmal am Schreibtisch gucken. Guck mal, da lacht mich doch schon Munition. Ich frage mich, ob der sich auch erschreckt, wenn ich ihn plötzlich verprügle. Gut. Da ist Toilette oder so. Zwei Toiletten. Eine Schrotkugel. Hoppala. Die hätte ich jetzt, ne? Stell dir vor, ich mach die Tür auf und die steht da drin. Wie fies ist denn das? Oder noch eine drin. Oh. Das Klo lohnt sich aber. Okay. Cafeteria waren wir noch nicht. Wenn wir da hinkommen sollten, würde ich da jetzt gern hingehen. Ach doch, Cafeteria waren wir. Dann haben wir doch hier so gut wie alles, oder? Krankenakten. Okay. Das heißt, wir gehen zurück zur Leiter oder wohin?
Weil sonst haben wir hier eigentlich alles, oder? Ich wüsste nicht. Was der Schlüssel jetzt aufschließt, den wir da gefunden haben. Gehen wir mal hoch, gucken wir mal. Vielleicht gibt es da irgendeine Tür. Keller, da waren wir noch nicht. Im ersten Obergeschoss. Und da gab es keinen Weg für uns, ne? Warte mal, was haben wir hier? Berührt den Verstand. Das könnte vielleicht für die Puppe sein. Berührt den Verstand. Irgendwas soll man in ihren Kopf stecken. Oder halt ins Auge. Ich weiß noch nicht so genau. Oh, Schlüssel. Lapis Auge. Oder Lapis Auge. Und der ist für... Kettenbox. Also wieder runter, ja? Warum will die Tür zugehen, während ich reingehe? Warte, wir speichern erstmal. So. Dann haben wir's. Okay. Und wo geht's jetzt weiter? Hier haben wir alles. Eigentlich können wir nur wieder hoch. Mit Sicherheit habe ich irgendwas übersehen. Oder Fahrstuhl. Da fehlt der Knopf. Ach, jetzt ist die Tür hier zu, oder was? Na, wunderprächtig. Aber da ist jetzt auf, oder wie? Ich sehe sie nicht. Hoppala.
Er hat ein Messer in der Hand. Da ist noch einer. Das wird wieder so eine Krankenschwester sein. Hier drin ist natürlich ein bisschen klein, ne? Da ist noch eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. C5. Warum sind hier nur so viele von den Viechern? Muss mal kurz einen Schluck trinken hier. Ganz schön gefährlich. Wenn der uns gerade erwischt hätte, hätte es vielleicht dunkel ausgesehen. Irgendwo ist wieder eine. Aber wo? Mit ganz großer Sicherheit dahinter. Das habe ich mir definitiv anders gedacht. Waren wir? Ja, hier waren wir. Hier war doch irgendwo noch ein Schrank, den ich schubsen konnte, oder? Also doch hier lang.
Rollstuhl. Da kann ich rüber. Bleibt ja nichts. Es hat sich gerade angehört, als wenn ihr ein Mädchen atmet. Irgendwo ist der... Wo ist er? Der ist doch hier rumgelaufen. Warte mal. Wenn wir jetzt da vorne durch können. Krankenschwester macht mir natürlich auch noch ein bisschen Sorgen. Okay. Ich glaube, er steht da um die Ecke. Da so. Aber wo ist die Krankenschwester hin? Ganz ruhig. Ach so, das ist derselbe Weg, okay. Die Uhr gucken wir uns gleich an. Thank you.
blöde Kuh. Oh Gott. Geht das nochmal? Aber ist jetzt irgendwas passiert, oder? Ah. Diesmal geht's wieder, komisch. Oh, ballern wir uns ein paar Pillen. Kann nichts machen. Watch it go dark. Schau, wie das Licht ausgeht. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zittere ich wie Espenlaub. Was ist das? Time the light falls. Kalenderblatt. Fragezeichen. Zwei. Zwei. Hat das was damit zu tun? Zweimal blinkt es? 1, 2, 3, 4, 5. Und 6 Pillen. Oder? Also die Uhr steht auf 2. Warte mal. Mein Blatt hat keinen Platz mehr. Zwei. Das Licht flackert ebenfalls zweimal, oder? Eins, zwei. Schreibe ich mal nochmal eine 2 auf. Oder flackert das mehrmals? Warte mal, wir gucken mal. Eins, zwei. Drei, vier. Macht immer das Gleiche, ne? Okay, das können wir hier endlos zählen. Und wie viele Pillen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pillen. Dann haben wir 2, 2, 6, aber wir müssen nochmal ganz kurz reingucken, was hier steht. Kalenderblatt lesen. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis heranbricht, zittere ich wie Espenlaub. Okay, gut. Hilft uns jetzt erstmal nicht. Ich weiß nicht, was ich hier schon wieder übersehe. Aber wir gucken gleich nochmal. Vorher mache ich einen kleinen Cut. Gleich geht's weiter. Morgen geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, wenn du Bock hast. Bis morgen. Ciao.